Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir hier und zu einer neuen Folge ECW 2K24. Unsere erste Show nach dem großen Pay-Per-View Hardcore Heaven. Da heißt, wir sind jetzt auch direkt auf dem Weg zum nächsten Pay-Per-View, der Mitte August stattfindet, nämlich Heatwave. Gucken wir mal, was wir heute zum Programm haben. Und zwar haben wir in unserer heutigen Show einmal Chris Jericho gegen Masato Tanaka, also unser Neuzugang direkt hier in der Match dabei. Dann haben wir ein Triple Threat Match, Sabu, Mike Awesome und Cactus Jack. Ein 5-Superstar-Battle-Royale over the top rope, das heißt, den Gegner übers oberste Seil schmeißt mit Rey Mysterio, Raven, Bam and Bigelow, dem Sandman und Chris Candido. Viertes Match haben wir El Snow gegen den Amish Roadkill, auch Roadkill Neuzugang hier in unserer Serie. Und im Hauptkampf geht es um den Titel zwischen dem Verteidiger Rob Van Dam sowie Taz und Tommy Dreamer. Also Rob Van Dam gleich einen Tag nach Titelgewinn muss er schon wieder verteidigen und gleich in einem Silverset Extreme Rules gegen Tommy Dreamer und Taz wird sicher spannend. Los geht's, viel Spaß. Fangen wir direkt mit unserem ersten Match an. Ich nehme hier auch mal Tanaka, weil wir jetzt eben auch neu mit dabei haben. Will ich auch mal dann den Einlauf sehen davon. Den von Jericho kann man ja überspringen, den haben wir schon ein paar Mal gesehen gehabt. Aber zumindest von Tanaka der Einlauf. Den schauen wir uns dann doch mal an. Ja, die Narben auch gut getroffen, wie ich finde. Ganz normales 1 gegen 1 Match, also keine Sonderregeln. Geht nur um den Pin. Ein kleines Showcase-Match eben auch für Masato Tanaka. Ist halt ja gerade erst in unserer Serie angekommen. Von dem her muss man auch mal gucken, wo der sich dann einsortiert. Wenn man sagt, Richtung Television-Title, ob es Richtung World-Title geht, ob er sich einen Tag-Team-Partner findet. Und ich glaube, mit Chris Jericho hat er hier dann zum Start auch einen guten Gegner, mit dem er hier arbeiten kann. Bin auch gespannt, ob sich dann irgendwie die Wege später zwischen Masato Tanaka und Mike Awesome kreuzen. Auch eine legendäre Fehde damals gewesen, die sich über viele Jahre, viele Ligen, viele Länder gezogen hat. Also mal gucken, ob das hier auch irgendwie zustande kommt. Ausgewichen. Er wird auch nach draußen. Und Dropkick gegen den Kopf, da kann Jericho ausweichen, deswegen. Was der Ref ist, jetzt fängt der Ref zählen an. Double Powerbomb von Jericho außerhalb vom Ring. Triple Powerbomb sogar. Step up in Sugiri, schließt die Combo ab. Also Ref zählt hier sehr, sehr unkonstant. Mal zwei Counts total schnell ineinander, damit ewig gar nichts. Jetzt sind wir schon bei 6, das heißt, früher oder später müssen wir in den Ring rein. Mal jetzt wieder beide im Ring angekommen, also kann sich auch direkt weitergehen. Und nächste oder so eine Powerbomb kommen von Tanaka, da kann Jericho aber kontern. Mit dem Codebreaker. Oh, auch da kommt. Springboard. Crossbody. Tanaka ist verdammt schnell platt. Kann das aber doch noch zur Wehr setzen. Und da haben wir Black Belly Driver. Gleiches Cover gefolgt. Oh, nur bis 2. Oh,
Solle Finisher folgen von Tanaka. This Curse Lariat. Auch nur bis zwei. Jericho kann ihn rauskicken. Front Slam von Jericho, Cover gefolgt. Oh, Kick Out. Und Tanaka noch kurz vor 2. Kick in den Rücken. Jericho schiebt jetzt Tanaka oder zieht jetzt in die Mitte vom Ring. Und der Lion Tamer kommen, aber Tanaka kann sich befreien. Jetzt nimmt hier Tanaka Jericho mit aus oberste Seil. Swinging DDT vom obersten Seil. Und da ist der 3-Count. Jericho damit nicht zufrieden. Meinte, der Ref hat zu schnell gezählt. Attackiert hier den Referee. Okay. Kann man mal machen. Aber damit Sieger Masato Tanaka. Nächstes Match ist ein Triple Strap Match zwischen Sabu, Mike Awesome und Cactus Jack. Da sparen wir uns mal den Einlauf. Wir nehmen mal Cactus Jack. Da legen wir direkt los. Haben wir jetzt den Einlauf oft genug gesehen. Das Check wirft hier erstmal jede Menge Accessoires in den Ring rein. Versucht zumindest in den Ring reinzuwerfen, dass die beiden sich erstmal gegenseitig hier miteinander beschäftigen. Schon Move hier von Mike Awesome. Unterbrochen. E-Drop vom obersten Seil. Aber vom Cover werden die Stahltreppe, weil nach draußen fliegt. Oh, attackiert Mike Awesome das Knie von Cactus Jack. Shoulders. Oh my goodness! Look at this!
Ist ja das Moveset von Sabu, muss ich dringend ändern. Also nach dem Match gleich mal machen. Aber von Mike Awesome nach dem Closing auf Seil, aber Cactus Jack schnell wieder genug im Ring. Ich glaube, der ging daneben, ja, zumindest nicht alles erwischt von Mike Awesome. Neckbreaker jetzt von Sabu. Body Slam, auf dem Pin. Pump Handle Slam. Der Check erstmal nach draußen. Power Slam von Mike Awesome. Aber nur bis 1. Wieder Closing auf Seil. Diesmal erwischt das Cactus Jack. Ein Roller von Cactus Jack. Im Zelt der Ref da nicht. Warte erstmal, bis Sabu wieder da ist, bevor er das Zellen anfängt. Hier gibt es eine Powerbomb gegen Cactus Jack. Und Sabu gewinnt dieses Match. Cactus Jack kam noch nicht mehr raus. Aber ich sagte, ich muss hier dringend das Moveset ändern. Als nächster mal eine Battle Royale over the Top Rope zwischen Rey Mysterio, Raven, Batman Bigelow, dem Sandman und Chris Candido. Auch da lassen wir die Einzüge mal raus. Ich nehme hier mal Batman Bigelow, der mal schon. Aber noch selten benutzt gehabt. Also da gegenüber sowas ist halt schmeißen, darum geht's hier. Die anderen vier legen direkt los. Ich warte das mal ab, bis hier jemand zu mir freiwillig kommt. Wie das Raven gerade tut. Und da ist der Sandman schon der Erste, der den Ring verlassen muss. Raven jetzt auch. Draußen. Broken Runner von Rey Mysterio. Von Batman Bigelow. Der Batman aufgrund der Größe und des Gewichts natürlich jetzt auch den Vorteil hier drin.
Warte, Whippen. Shoulder Block. Haben wir nur noch Batman Bigelow und Rey Mysterio über. Der nächste Hurricanrana von Rey Mysterio. Weil er dann direkt von Batman Bigelow zu Boden geschmissen. Sie mit Schlägen zur Wehr zu setzen. Jetzt soll hier Rey Mysterio über sowas eingefördert werden. Das ist immer auch so der Fall. Bam and Bigelow gewinnt diese Battle Royale. Im nächsten Match haben wir auch einen Neuling dabei. Es kämpft El Snow gegen den Amish Roadkill. Den nehmen wir auch direkt mal. Schauen uns den Einlauf an. Das sieht doch irgendwie nicht so richtig echt aus. Also da haben wir deutlich bessere Leute auch schon drin. Das Helm hier auf der Stirn fehlt, muss man auch mal gucken, ob wir da vielleicht mal einen Ersatz kriegen, wenn der ein bisschen realistischer ausschaut. Aber jetzt kommen wir erstmal Armin Shortkill. Also nochmal riesen Respekt für die ganzen Leute, die diese Wrestler, ja gut, da fehlt auch der Hut, das Gesicht ist nicht optimal. Aber gut, ich sage mal riesen Respekt für die ganzen Leute, die hier die ganzen Wrestler erstellen. Also das, ich habe das früher auch mal gemacht, aber weitaus weniger detailgetreu und weniger, ja, weniger Tiefe. Das ist schon, manche sehen richtig wirklich echt aus. Also riesen Respekt vor jedem, der hier sich da dran setzt und das erstellt. Aber jetzt haben wir erstmal unser Match. Das hat Debüt für Roadkill. Dem gegen Al Snow. Partner von Roadkill ist Danny Doring. Und oft gesehene Tag Team Kombination damals. So ringerisch habe ich von Roadkill keine Ahnung mehr. Ich kann mich da nicht an irgendwas Besonderes erinnern. Ich glaube, der Finisher war ein Bossman Slam, aber auch das, wenn wir dann sehen, falls wir da hinkommen. Belly to belly. Schlagabtausch. Das nur rollt sich aus dem Ring raus. Und hat genug. Man will hier echt im Debütmatch von Roadkill einfach so den Ring verlassen. Da kommt Danny Doring. Und prügelt El Snow wieder zurück in den Ring, schiebt die wieder rein. Und so kann das Match auch weitergehen. Okay, gut, also haben wir Danny Doring auch direkt hier mit dabei. DDT. Nur bis zwei. Oh, Knee to Face. Und das ist der Sieg für Roadkill. Okay, haben wir Danny Doring auch direkt mit dabei. Also Sabu Moveset und El Snow aussehen. Warte mal. Steht am Zettel drauf. Zusammen mit weiteren Wrestlern, die wir auch dann in den nächsten Folgen bzw. in der nächsten Serie dann mit einbauen können. So, Doring und El Snow sind jetzt Feinde.
Und Doring hat Stolz plus 5, Loyal plus 5. Sehr cool. Es ist Zeit für unseren Main Event Extreme Rules Triple Threat Match und Taz, Tommy Dreamer und unserem Champion Rob Van Dam. Ich spiele doch mal mit Rob Van Dam. Ich will den Titel noch ein bisschen behalten und zumindest versuchen, den Titel zu behalten. Dass mein Mike Awesome auch bestimmt noch ein Rematch haben möchte, auch wenn er heute das Match jetzt da verloren hat, das, gegen Sabu. Aber das sollten wir schon. Ich glaube, für Abidi noch ein anderes Outfit wäre auch nicht schlecht. Da müssen wir mal die Tage wieder ein bisschen dran arbeiten. Und Abwechslung reinbringen. Versuche ich schon mal gut Abwechslung reinzubringen. So weit, wie ich es halt kann. Oh, Taz, schmeißt dir Robin immer sowas zu Seil? Sondern Tommy Dreamer direkt folgen, allerdings Reversal jetzt hier. Cover-Versuch von Taz. Schöner Leg Drop an Tommy Dreamer, aber kann man nur bis 2. Singapur Kane jetzt im Ring. Schon wieder verwischt. DT. Und Tommy Dreamer soll direkt kommen. Backs. Das ist ein Armbar. Geht aber Tommy Dreamer dazwischen. Monkey Flip an Tommy Dreamer. Und auf gegen das Knie. Wenn der das so schnell zum Swing Neckbreaker ausholen kann, weiß ich nicht. Soll ihr folgen? Split Legged Moonsault. Der ist baut überall tausende draußen Leiter auf. Und nur bis 2 der Pin. Naja, ich bin ja schon weggelaufen gewesen. Also auch Tommy Dreamer, der sich hier eine Leiter organisiert. Ist er dann doch ein Tick kleiner wie die lange, die hier Taz rausgekramt hat. Five-Star Frog Splash durch die Leiter folgen sollen, aber spielen beide hier, beide Kollegen hier nicht mit. Durch Gewalt. Oh,
Oh, da weicht Tommy Dreamer aus. Rob Van Dam fliegt erst direkt auf die Leiter. Danach bleibt er noch in der Luft stehen. Oh, Spike Pile Driver draußen. Der Pinfall muss im Ring erfolgen, also draußen. Bringt das Ganze erstmal gar nichts für den Sieg. Probieren wir jetzt auch noch mit dem Tisch. Okay, sehe gar nichts. Aber anscheinend hat es gelangt. Schlechter Kameracut. Aber Rob Van Dam kann nach dem Schlag mit der Mülltonne hier Tommy Dreamer auch in unserem Main Event pinnen und kann somit seinen World Title verteidigen. Schauen wir noch in die Weeklies, da haben wir einmal die BWO gegen die Impact Players in einem Tag Team Match, dann trifft hier tatsächlich Mike Awesome und Masato Tanaka in einem 1 gegen 1 Match, das müssen wir fast noch spielen. Im Main Event sehen wir Triple Threat Match, Extreme Rules zwischen Terry Funk, Steve Corino und Tajiri, also auch hier der erste Auftritt für Steve Corino. Nicht verwundern lassen, der ist nicht Champion, er hat nur das Bild mit dem Champion. Also wir machen das mal, das tun wir mal simulieren, dann machen wir Zufall. Gewinnen die Impact Players das Match. Und das da hier, ich glaube, das tun wir tatsächlich mal spielen. Allerdings ohne Einzug. Ich nehme hier wieder Tanaka, da mit einem Mike Awesome zuletzt auch genug gespielt haben. Aber wie gesagt, die Fehde gab es. Ich will nicht sagen weltweit, aber zumindest in mehr als zwei Kontinenten. Berhag, aber Tanaka kann sich befreien. Jetzt Ellbogenschläge. Und Satz heiße Ohren. Dieser Backbody Drop, dieser High Cross Body ist echt sinnlos. Wirklich ganz kurz erst vorher machen und selbst dann bringt er nicht viel, gerade bei Mike Awesome nicht. Und jetzt der Powerbomb, aber schon. Da kann hier Tanaka noch kontern mit Schlägen. Crossline. Direkt das Cover von Mike Awesome. Nummer 4-1. Meister Tanaka ist echt. Oh, Cutter! Tanaka ist echt schnell platt. Der Discus Punch. Aber nur bis 2. Schickt der Mike Awesome noch draußen. Und kommt. DDT draußen. Double Xanadu abgefangen zu einem Backbreaker. Mike Awesome in Fantasy ist das Turnbuckle vom aus dem Eck, aber muss selber rein. Oh,
Chokeslam von Tanaka. Und das langt auch bis drei. Also da hat sich Mike Awesome mir keinen Gefallen getan, indem er das oberste Ringpolster entfernt hat. Und Tanakas Siegesserie hier bei uns geht weiter. Damit kommen wir zum Main Event von unserer Nebenshow. Terry Funk, Steve Corino und eben Tajiri. Da spielen wir auch direkt mal Extreme Rules Match. Spielen wir direkt mal mit Steve Corino. Auch der hier Neuzugang. Erstes Match für ihn. Haben einige Debütanten heute gleich in der ersten Folge nach Hardcore Heaven. Den haben wir schon gesehen ein paar Mal, deswegen überspringen wir den auch. Heißt, der dritte Mann fehlt noch, Jerry. This is a competitor who isn't happy with a win unless they get a handshake from their opponent afterwards. A real respect. Ja, ungewöhnliche Konstellation, man Terry Funk immer schon ein paar Mal gesehen hat, aber Tajiri und eben auch unser Neuzugang, Steve Corino. Gucken, was sie so drauf haben. ODQ-Match, no Countdowns, Kommentar, die jetzt gerade schon angesprochen, also. Terry Funk blutet hier, das ist schon früh im Match, das ist zwar jetzt nichts Besonderes. Und oh, DDT und Tajiri auf den Stuhl. Steve Corino dem Kick, dem Buzzsaw-Kick von Tajiri aus. Steve Corino aus, nachdem ihr Terry Funk Singapore K nach ihm schmeißt. Das ist leider schon eine Geschichte. Nächster Coverversuch. Ich entschiebe wieder dazwischen. Kommst du jetzt hier ein? Ah, ich dachte, ich gehe auf die Leiter drauf. Oh, aber der geht auf die Leiter. Aber nur bis zwei. Tajiri hätte nicht mehr eingreifen können. Jetzt Roll-Up auf der Leiter von Terry Funk. Oh, hier kann auch Steve Corino wieder auskicken. Stunner von Terry Funk. That's not very nice. That's not right. Here he goes for the win. And easily stops the ref's count. I think this match still has a ways to go.
Okay, ging daneben. Und böse Attacke von hinten. Gegen das Knie von Steve Corino hier von Terry Funk. Super Kick. Und Pile Driver. Und der Mist von Tajiria an Steve Corino. Aber der zeigt sich auch ein wenig beeindruckt. Cover direkt an gleich. Nur bis 2, dann geht's nur bis 1. Was schön, dass man das hier auch, dass man den Mist sogar hier mit einbinden kann. Auch hier, auch Terry Funk kriegt das hier den Mist ab. Der wird eigentlich voll erwischt. Tajiria wieder dazwischen. Super Kick von Steve Corino. Wir fangen noch nicht auf den Beinen. Und das bringt die Entscheidung und somit den Sieg für Steve Corino. Ein schönes, flüssiges Match gewesen jetzt. Also unsere Neuzugänge auf jeden Fall erfolgreich und gut integriert. Mal gucken, was die nächsten Wochen noch passiert. Das heißt, bis zum nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Und dann denken, sauber bleiben. So schaut's aus. Ciao.